to the shadow. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der schrecklichsten Monster in Tolkiens Mittelerde. Werewolves. In dieser Liste sehen wir uns die albtraumhaftesten Kreaturen in Tolkiens epischer Fantasy-Welt an. Dabei geht es um Monstertypen und nicht um monströse Individuen wie Morgoth oder Sauron. Wir haben in Erwägung gezogen, auch Olifanten einzubeziehen, aber obwohl sie grau wie eine Maus, groß wie ein Haus sind, eine Nase wie eine Schlange haben und die Erde zum Beben bringen, glauben wir nicht, dass sie böse sind, sondern nur dazu gebracht wurden, böse Dinge zu tun. Welche von diesen Monstern lassen dich erzittern? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Platz 10. Grabunholde. Diese dunklen, schattenhaften Gestalten, die in den Grabhügeln östlich des Auenlandes hausen, sind mit Zaubersprüchen bewaffnet und verschleppen diejenigen, die durch ihre Grabhügel wandern. Wie die Eidbrecher, die Aragorn während des Ringkriegs rekrutiert, gehören sie zu den Untoten. The dead do not suffer the living to pass. Ihre Augen leuchten in kaltem, fahlen Licht und ihre traurigen, düsteren Stimmen murmeln Lieder, in denen sie das Leben und die Wärme verfluchen, die ihnen versagt bleiben. Obwohl ihre Grabhügel Schätze bergen, lohnt sich das Risiko nicht wirklich. Man kann sie durch das Klirren von Ringen und das Rasseln von Ketten kommen hören, aber wenn sie sich nähen, ist ihr kalter Griff so stark wie Eisen. Platz 9. Trolle. They have a cave troll. Größer und breiter als die Menschen sind Trolle stark und gefräßig, mit einer Vorliebe für Menschenfleisch. Laut Baumbart wurden sie vom dunklen Herrscher Morgoth aus Spott über die Ents erschaffen. Es gibt verschiedene Arten, darunter Hügeltrolle, Steintrolle, Höhlentrolle und Bergtrolle. I should be salt and grill with a sprinkle of sage. Glücklicherweise sind Trolle stumpfsinnig und empfindlich gegenüber Sonnenlicht, das sie zu Stein werden lässt. Im dritten Zeitalter jedoch züchtete Sauron eine neue Rasse, die Olokai, die flinker und gerissener war und dem Sonnenlicht widerstehen konnte. Während gewöhnliche Trolle leicht überlistet werden konnten, waren die Olokai viel furchterregendere Gegner. Platz 8. Waage. Da das Böse nicht erschaffen kann, züchteten der gefallene Valar Morgoth und sein Leutnant Sauron ihre verdrehten Kreaturen aus den Völkern und Tieren von Mittelerde. Dazu gehörten auch Werwölfe, böse Geister in Form von Wölfen. Wargs waren ebenfalls eine Rasse dämonischer Wölfe, die möglicherweise mit den Werwölfen verwandt waren, vielleicht aber auch nicht. Sie sind flink und gefräßig und jagen in Rudeln, wobei sie den Schutz der Dunkelheit bevorzugen. Sie haben Angst vor Feuer und können nicht auf Bäume klettern. Aber sie sind viel klüger als normale Wölfe, kommunizieren in ihrer eigenen Sprache und verbünden sich mit Orks, die sie als Reittiere benutzen. Denkt daran, wo der Warg heult, schleicht auch der Ork herum. Platz 7. Orks. Als Fußsoldaten des Feindes sind die Orks bösartig und erbarmungslos und haben Freude an Grausamkeit. Obwohl sie von kleinerer Statur sind als Menschen, sind sie mit ihrem kräftigen Körperbau, ihren Reißzahnmäulen und ihrer Grausamkeit furchterregende Gegner. Der Ursprung der Orks ist düster und tragisch. Sie wurden aus gequälten Elfen in Morgoths Festung Utumno gezüchtet. Ohne Anführer sind sie feige und neigen dazu, sich untereinander zu streiten. Just a mouthful. A bit off the flank. Looks like meat's back on the menu, boys. Unter dem Kommando von Morgoth, Sauron oder einem mächtigen Häuptling sind die Orks jedoch unerbittliche Feinde. Als Synonym für Goblins bevorzugen sie die Dunkelheit, aber eine spätere Rasse, die Urukai, hatte keine solche Schwäche. Platz 6. Der Wächter im Wasser. Unter den Höhlen der Zwerge nagen namenlose Dinge, die noch älter sind als Sauron, an der Welt. Vielleicht war der Wächter im Wasser, der in einem See unterhalb der westlichen Mauern von Moria hauste, ein solches Wesen. Oh, 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 oh.
Seine sich windenden Tentakel suchen nach unachtsamen Knöcheln, um sie ins Wasser zu ziehen. Es hat so viele Gliedmaßen, dass der See brodelt, wenn es zuschlägt, als ob eine Heerschar von blassgrünen leuchtenden Schlangen die Oberfläche durchbrechen würde. Vermutlich gibt es noch weitere dieser Art, die in abgelegenen Gewässern oder unterirdischen Kammern lauern. Schon die Möglichkeit würde uns daran zweifeln lassen, in Mittelerde baden zu gehen. Into the mines! My God! Into the tank! Platz 5. Geflügelte Wesen. Diese verderbten Kreaturen aus einer älteren Welt ähneln großen Aasvögeln, doch ihre Körper sind federlos und zwischen den Flügeln ihrer riesigen Schwingen spannen sich Gespinste aus Fell. Ein krächzender Schrei und abscheulicher Gestank kündigen ihre Ankunft an. Tolkiens Beschreibung als gefällte Bestien steht stellvertretend für einen offiziellen Namen. In einem seiner Briefe bezeichnete Tolkien sie als pterodaktylisch, als Überlebende älterer geologischer Epochen oder in der Sprache Mittelerdes der ältesten Tage. Nachdem die Nazgul von ihren Pferden befreit worden sind, ersetzen die gefällten Bestien ihre verlorenen Rösser. Sie ernähren sich von Fellfleisch und sind die größten geflügelten Kreaturen der Lüfte, von denen man sich nirgendwo verstecken kann, wenn einem die Nazgul auf der Spur sind. Platz 4. Drachen. Die Geisel des Landes und der Luft, der Drache oder Wurm, wurde von Morgoth gezüchtet, um seine Ork-Armee zu unterstützen. Die ersten Drachen, darunter der Vater der Drachen, Glaurung, waren flügellos, verwüsteten aber dennoch die Armeen der Elben. Während des Krieges des Zorns im ersten Zeitalter ließ Morgoth geflügelte Drachen los, die bösen Gegenstücke zu den großen Adlern. In den etymologischen Notizen von Tolkiens unveröffentlichten Werk Die verlorene Straße werden auch Seeschlangen flüchtig erwähnt. Während Feuerlurche Feuer spucken können, können Kaltlurche das nicht, aber alle sind gerissen, langlebig und gierig und haben eine hypnotische Macht über ihre Feinde. Smaug, chiefest and greatest of calamities. You have nice manners for a thief and a liar. Ihre einzigen Schwachstellen sind ihre Gier nach Gold und Edelsteinen und eine weiche Stelle auf ihrer Brust, die ihr Schuppenpanzer nicht verdeckt. Platz 3. Nazgul. Die Reißzähne und Klauen bestialischer Monster erfüllen uns mit instinktivem Schrecken, aber Monster in Menschengestalt haben etwas noch Unheimlicheres und Schrecklicheres an sich. Die Nazgul waren einst sterbliche Menschen, denen Sauron 9 Ringe der Macht schenkte. Dadurch konnten sie in die unsichtbare Welt blicken, wurden aber nach und nach zu unsichtbaren Gespenstern. Nur der Schimmer ihrer Augen ist geblieben, der aus den Tiefen der schwarzen Umhänge leuchtet. They are the Nazgul, Ringwraiths, neither living nor dead. At all times they feel the presence of the ring, drawn to the power of the One. They will never stop hunting you. Angeführt von ihrem Anführer, dem Hexenkönig von Angmar, hinterlassen die schwarzen Reiter Schrecken in ihrem Gefolge. In einem anderen seiner Briefe beschrieb Tolkien ihre Gefahr als Zitat, das fast ausschließlich auf die unvernünftige Angst zurückzuführen ist, die sie hervorrufen. Aber Saurons schrecklichste Diener verfügen auch über Schwerter, Messer und Streikkolben mit magischen Eigenschaften. Platz 2. Riesenspinnen. In der ältesten Zeit stieg der böse Geist Ungoliant aus der Dunkelheit der Welt herab und nahm die Gestalt einer Spinne an. Sie stieß schwarze Dämpfe aus und trank das Licht der beiden Bäume von Valinor, wodurch sie so groß und mächtig wurde, dass sie beinahe Morgoth erschlagen hätte. In ihrem Heißhunger mag sie sich schließlich selbst verzehrt haben, aber nicht bevor sie sich mit den Spinnen von Mittelerde gekreuzt und Nachkommen gezeugt hatte, darunter Shelob. Aufgedunsen und giftversprüht jagte Shelob mit ihrer vieläugigen Gestalt durch den Pass von Sirith Ungol und machte die Jagd auf Elben, Menschen und Orks. Sie hatte auch Kinder, die sich in Mirkwood ausbreiteten. Ah!
Tolkien schrieb Riesenspinnen in Der Hobbit, um seinen Sohn Michael zu erschrecken, und sie gehören nach wie vor zu seinen denkwürdigsten Monstern. Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1: Balrogs. Die in Dunkelheit gehüllten Balrogs sind Dämonen des Feuers und des Schreckens. Ursprünglich waren die Balrogs Maia, Geister wie Gandalf und Sauron, die den Valar bei der Gestaltung der Welt halfen. Von Morgoth korrumpiert wurden sie zu dunklen Gestalten mit Herzen aus Feuer, wallenden Mähnen und Flügeln aus Schatten. I am a servant of the secret fire, wielder of the flame of Arnor. The dark fire will not avail you. In ihren Händen schwingen sie Schwerter und Peitschen aus Flammen. Der Herr der Balrogs war Gothmog, der den berühmten elbischen Handwerker, König und Krieger Feanor tödlich verwundete. Nach dem Krieg des Zorns flohen die Balrogs in die Wurzeln der Berge, wo sie wie der Balrog Durins Fluch weiterhin die dunklen, verborgenen Orte der Welt heimsuchten. Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen.